Hallo liebe Camper, heute begrüßen wir euch aus dem Campingplatz Warren Bay Holiday Village, der etwas außerhalb vom Exmoor Nationalpark direkt am Bristol Kanal liegt. Von der breiten Hauptstraße kommend erreicht man direkt den Check-in vor dem Rezeptionsgebäude. Von hier aus durchquert ihr das Areal für Dauercamper auf einer zweispurigen Asphaltstraße, bis ihr die Zone für Tagesgäste erreicht. Ihr findet einerseits Plätze mit betoniertem Parkplatz und kleiner Grünfläche oder andererseits steht ihr frei auf der Campingwiese. Das Gelände ist terrassenartig angeordnet. Von der großzügigen Zelt- und Campingwiese und den Parzellen hat man eine schöne Aussicht auf den Bristol-Kanal sowie auf die Südküste von Wales. Bei unserem Besuch wurden gerade neue Stellplätze betoniert. Für Strom benötigt ihr den blauen CE-Stecker. Für Tagescamper gibt es ein eigenes Sanitärgebäude, das auch für Menschen mit Beeinträchtigung geeignet ist. Die Ausstattung ist nichts für ästhetisch veranlagte Camper. Hier findet ihr auch die Entsorgungsstelle für die Chemietoilette. Im Einfahrtsbereich findet ihr die Müllentsorgungsstelle sowie den Gasflaschenservice, ein Telefon und den Briefkasten. Wer schwimmen möchte, kann dies im überdachten Swimmingpool oder am in 5 Gehminuten erreichbaren Strand tun.